Da muss man. Das holt dann das wahre Talent in den Simracern hervor, denke ich Genau mal, so solche sieht's aus. anspruchsvollen Sachen. Genau so sieht's aus. Ich guck mal gerade hier, der Steffen Materna ist nicht allzu weit weg, weil die haben sich jetzt hier wohl irgendwie lieb und werden sich da wohl gar nicht großartig jetzt in die Haare kriegen, so wie das aussieht. Der Steffen Materna sollte eigentlich laut Lifetiming, ja, das sind auch 2,5 Sekunden, die da fehlen auf den Immanuel Niklas. Dirk Suder ist hier auf Platz 8 für das Ostsee Racing Team. Aber da ist, oh, da nee, also nur Achim Krause und Thomas Wackerbauer sind hier momentan diejenigen, die ein bisschen Alarm machen. Allerdings sehe ich gerade, dass der Matthias Leibold wieder einigermaßen rankommt an Helsen. Also Leibold hier in den letzten Runden, er fährt momentan ja so 2, 3 Zehntel pro Runde schneller, ist vor allem im zweiten Sektor deutlich schneller. Also da fährt er 4 Zehntel schneller in der letzten Runde, verliert im letzten wieder 1 Zehntel. Also da muss man ein bisschen gucken. Jetzt kommt er in die Box. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr viele philosophieren. Der kommt in die Box. Okay, gucken wir mal auf Platz 17, der Edgar Ostermann auf dem Ferrari. Jo, Ja, da haben wir. da. Oh, dem fehlt ja immer noch eine Nase da vorne. Ja, er war wohl noch nicht in der Box. Na doch, wir haben ihn ja vorhin fahren sehen. Da ist ja auch ein Ach ja, stimmt. Fahrerwechsel. Da war ja der Dennis Erner drauf. Also die haben auch einen Fahrer gewechselt, in der Hoffnung, ein neues Auto zu bekommen. Das ist ja leider Gottes bei R-Faktor so. Aber entweder haben sie ihre Rechnung nicht bezahlt und hatten keine Teile von Ferrari, oder Ferrari hat mal, ist mal wieder mit der Produktion nicht hinterhergekommen. Jedenfalls ist das hier mal schlecht. Also ich weiß jetzt aber, so wie das aussieht, schadet das dem Auto nicht wirklich. Weil fighten tut er hier oder kann er hier. Upsala. Das war jetzt, glaube ich, das war doch diese Kurve, wo du sagst, wo es eventuell gehen könnte, Ja. vor diesem Audi S oder was auch immer das ist. Hatten wir den Fall nicht schon mal, dass das Auto zwar angekratzt aussieht, aber quasi im Setup wie fertig oder wie repariert herumfährt? Ja gut, also es gibt ein paar nicht so wirklich zu ergründende Tiefen in dem Moloch des Sourcecodes von R-Factor, wo je nachdem, das wissen aber die Modder besser, man kann diverse Einstellungen machen. Und was repariert wird, wie viel repariert wird, ob alles bei einem Mal repariert wird oder ob 2 Stops nötig sind. Aber so wie das hier momentan aussieht, kann Edgar Ostermann seine Zeiten gehen, wie sich's gehört. Also wenn ich jetzt mal die letzte Rundenzeit hier angucke, 1:39,6, damit ist er schneller als momentan der Dirk Suder auf Platz 7. Also von daher ist er hier gut unterwegs. Also da denke ich mal, hast du recht. Also hier ist, das ist nur noch ein optischer Schaden. Das ist kein wirklicher Schaden mehr hier. Gott. Ja, das fällt mittlerweile schon auf 2 Runden auseinandergezogen. Das ist hier kommen aber jetzt die ersten Boxenstopps, wenn ich das so richtig sehe. Ja, richtig. Also die sind jetzt hier alle irgendwie, also Platz 5, der Rickard Helsten war in der Box und der Noah Nevi auf Platz 18 war in der Box. Und jetzt haben wir ja auch gesehen, dass der Matthias Leibold, der ist jetzt auf 13 zurückgefallen durch seinen Boxenstopp, und da fährt jetzt auch der Rainer Ebner. Genau. Das ist natürlich jetzt witzig, weil mir wird in meinem Lifetiming jetzt immer noch der Matthias Leibold auf dem Auto angezeigt. Das ist natürlich bitter. Aber gut, das ist jetzt auch egal. Rainer Ebner ist jetzt im Auto und wir erinnern uns an Spa. Da hat der Rainer ja doch ein paar Probleme gehabt auf der Strecke. Hat das Team dann, ja, also der Matthias ist zum Schluss dann nochmal einen Stint gefahren, hat dann das Team noch auf Platz 8 gefahren. Auf Platz 6 gefahren, aber er war zwischenzeitlich bis 8 zurückgefallen, von in Führung liegend. Und da müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten, wie er hier auf der Strecke zurechtkommt. Dass er ein schneller Fahrer ist, das weiß ich wohl, weil ich ihn schon sehr, sehr lange kenne. Aber er ist nicht so unbedingt der R-Faktor geneigte. Also er ist mehr so in Richtung Simbin Games, Simbin Simulationen. Da ist er eher zu Hause. So, gucken wir mal. Rickard Helsen, wie gesagt, hier Torrent Motorsports. Was ist das? Der kommt jetzt nochmal in die Box. Warum das denn? Ich würde mal vermuten, zu schnell gewesen. Gucken wir mal, ob er einen Stopp macht oder ob es nur eine Stop and Go ist. Nee, er wird aufgebockt. Das
würde mich jetzt ein bisschen wundern. Nee, das ist jetzt sein erster Boxenstopp. Jedenfalls wird das also. Jetzt nicht so. So, Ronny Hähnel auch in der Box gewesen. Jetzt momentan auf Platz 8. Karnitz führt noch. Und das wird jetzt mal ein bisschen spannend. Da gehen wir mal hin. Da wir ja jetzt nicht wirklich hier Zweikämpfe haben. Sicherlich gibt es hier irgendwo ein paar Leute, die ziemlich eng beieinander sind. Mhm. Aber jetzt gucken wir halt erstmal, was jetzt Karnitz macht, wann der jetzt erst mal reinkommt, weil lange kann der auch nicht mehr fahren. Mhm. Für diejenigen, die sich noch für Sebring interessieren, ich habe mal gerade kurz ins Live-Timing reingeguckt. Also es sind nur noch zwei Audis an der Front. Der lange führende Audi von dem Marcel Fessler und seinen Kollegen, also das Le Mans-Sieger-Auto, ist weit zurückgefallen. Derzeit auf Platz 36 unterwegs, ist aber noch im Rennen. Also es könnte sein, dass wir jetzt nicht nur Audis auf dem Siegertreppchen in Sebring erleben. Okay, aha. Kommen wir dazu später. Gut, ich kriege gerade die Meldung von Christoph Weber. Ausfallgrund bei mir war wohl Verbindungsverlust. Große Sorry an Harald, dass sein Team raus ist. Keine Ursache. Hauptsache, wir sind angetreten. Okay, das Auto war im Stream zu sehen, genau. Ja, ja. Ah ja, sowas kann immer passieren. Ich, so, kann selber jetzt in der Box. Ja. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil auf Platz 2, wer kommt da? Achim Krause, na, der wird noch nicht ihn gefährden können. Wackerbauer jetzt auf der 1, der ist vorbei. Krause ist auch vorbei. Siedenbiedel ist vorbei. So, und irgendwann müsste jetzt... So, GTR4U geht vorbei. Materna in der Box. Hähnel geht vorbei. Hähnel übernimmt die erstmal Boxenstopp-bereinigte Klassement. Nach dem ersten Boxenstopp ist Notox vor Karnitz bzw. Allstar. Jetzt müssen wir mal gucken, wer fährt da jetzt bei... Halt, das war die falsche Richtung. Ja, Stefan Karnitz fährt weiter. Das ist natürlich jetzt ein Brüller, keine Frage. Also die zwei Runden, die Notox hier früher drin war, mit den frischen Reifen dann draußen war, haben dazu scheinbar beigetragen. Allerdings kennen wir natürlich auch die alte Allstar-Macke. Wir tanken ein bisschen mehr, als wir brauchen. Ne? Haben wir ja beim letzten Mal so gehabt. Da hat man dann am Schluss noch irgendwie 41 Liter im Tank. Hat er zwar nicht ganz gestimmt, also 23 hatten sie noch, war aber trotzdem ausreichend Sprit. Okay. Und ja. Ganz kurz, Lutz, ich würde gerne mal 10 Minuten Bio-Break machen und ja. Melde mich dann nachher wieder zurück, ja? Na klar, immer zu. Alles aber bitte, wenn möglich, mute nur dein Mikrofon, sonst müssen wir die Konferenz neu aufbauen. Ich guck mal. Du kannst einfach hier in Skype auf das Mikrofon klicken, unter dir. Wenn du ja, habe ich gerade gemacht, das scheint ganz gut zu funktionieren. Okay, genau. Dann bis gleich. Jupp. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir doch ein etwas anderen oder eine andere erste Stunde erlebt, als wir das so normalerweise in unseren Live-Broadcasts kennen. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, weil das, was der Harald tut, ist, glaube ich, etwas, was extrem wertvoll ist, nämlich uns hier wirkliche Größen aus dem realen Rennsport hier reinbringt ins Sim-Racing. Da geht's dann sicherlich, da kann man dann auch mal entschuldigen, wenn hier ein bisschen weniger über das Sim-Racing, was wir hier gerade sehen, berichtet wird, beziehungsweise das Qualifying etwas weniger moderiert ist. Aber dafür dann halt wirklich diese Leute auch mal sehen, was wir hier tun. Ob es mal irgendwann einen Vorteil bringt, das sei dahingestellt. Aber wenn man es nicht versucht, dann hat man natürlich, dann wird es auch ganz sicher nichts bringen. Also von daher eine coole Nummer. Also wir hatten heute bisher den Marc hier, den Marc Henerizzi, der ist ja nun wirklich bekannt in der Sim-Racing-Szene, aber auch der Dominik Schwager. Wir haben gehört, er wird dieses Jahr in der GT Masters starten. Ich weiß jetzt, ich hätte gern gewusst, ob er auch in Le Mans ein Cockpit hat. Entweder habe ich das nicht mitbekommen oder ja, werde ich dann Harald vielleicht nochmal fragen. Und ja, und dann haben wir noch jemanden im Petto, der war auch schon mal hier bei uns. Und jetzt weiß ich nur nicht, ob der will oder ob der nicht will oder ob der kommt oder nicht kommt. Das wird Harald klären intern. Und ja, und dann freuen wir uns natürlich drauf. Die Pause wäre jetzt auch okay. Und wir sind hier doch, also ich bin wirklich happy, dass das hier so funktioniert. Und es ist eigentlich schade, dass die Teams
die hier bisher ja dann nicht mehr teilgenommen haben oder so, dass die halt, ja, das Ganze, dass denen das alles so ein bisschen scheinbar egal ist. Gut. Kann man nichts dran ändern. Es ist schade. Mehr ist es nicht. Aber auch nicht weniger. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einen ziemlich coolen Wechsel an der Spitze. Noch ist das nicht bereinigt hier. Wir müssen mal schauen, wie das mit den beiden, die jetzt hier vorne, nee, die mit den dreien, die hier vorne sind, die haben nämlich alle noch nicht gestoppt. Also Wackerbauer sagte mir vorhin, er kann 35 Runden gehen. Und das würde bedeuten, dass er in Runde 81, also Ende Runde 82 in die Box kommt. Das wiederum weiß ich jetzt allerdings nicht, wie das zu sehen ist. Er hätte jetzt Vorsprung auf Ronny Hähnel, 26 Sekunden. Das wird ganz sicher nicht reichen, um die Führung zu behalten. 29 Sekunden auf Karnitz. Aber Ronny Hähnel, dass der 3 Sekunden gut macht hier durch seinen Boxenstopp, nicht nur die 3 Sekunden, sondern auch noch das, was er hinter Karnitz war. Das war ja nicht wenig. Also da werden wir mal, wenn die beiden nachher im Interview sein sollten, aufgrund ihrer Platzierung, dann werden wir sie danach definitiv fragen. Spannende Kiste, also bin völlig fasziniert. Und auf Platz 2 haben wir das Team von Live for Speed, die sollten, von Live for Speed, von LSF. Oh, wir hatten letzte Woche 2 Broadcasts mit Live for Speed und das hat sich irgendwie so eingebrannt. So, aber Siedenbiedel kommt jetzt in die Box, während Wackerbauer noch eine Runde geht. Das ist das, was ich sage, der müsste jetzt hier am Ende dieser Runde reinkommen. So, und da kommen allerdings schon die Verfolger, aber auch GTR4U kommt jetzt in die Box, sodass das jetzt erstmal bereinigt wäre. Ups, und schlägt hier ein bisschen in die Mauer ein. Rainer Ebner, das ist gegessen, ist klar, die waren in der Box, die werden jetzt auch ein Stück weit nach vorne kommen wieder. Julian Siedenbiedel, und dann haben wir da vorne jetzt Karnitz, und Karnitz ist aber wieder richtig rangekommen an Hähnel. Wir dürfen nicht vergessen, Notox mit 50 Kilo unterwegs. So, und jetzt konzentrieren wir uns mal, bis der Karnitz da vielleicht an den Hähnel rangefahren ist, auf die Jungs von GP Racing. Ich habe jetzt nicht danach geguckt, sondern ich habe hier nach was anderem geguckt. Wieso fährt im Himmelsnamen der Rickard Helsten? Ah ja, okay, jetzt ist er auch auf Platz 5 vor durch die Boxenstopps. Rainer Ebner, Vierter. 9 Sekunden Vorsprung auf das Team von, also Online Motorsport, 9 Sekunden Vorsprung auf das Team von Torrent Motorsports. So, und Ronny Hähnel hat jetzt noch 25 Sekunden Rückstand auf Thomas Wackerbauer. Und der kommt jetzt rein, so wie ich das eben so mir hingerechnet hatte. Und der fährt auch ein bisschen vorsichtiger hier in diese Box rein. So, und jetzt gehen wir mal auf die Position 2, nämlich und 2 und 3. Da haben wir nämlich die beiden eigentlich Führenden, das Team von Notox Racing und Allstar. So, Freunde, mein Kaffee hier hat sich auch... Och nee, jetzt ist da das Wasser alle, ich dreh durch. Ja, okay, aber das kriegen wir hin. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch, was er da versucht, der Herr Karnitz. Also erstmal ein bisschen zurechtlegen, den kleinen Hähnel. Das sollte ja funktionieren, obwohl die beiden von der Statur her sich nicht sehr viel nehmen. Also es wären auch so, ja, richtig gute Real Racer. Und jetzt kommen sie hier richtig in den Verkehr rein. Ja, aber Independent Sim Racer macht hier Platz. Davor haben wir, ich glaube, das ist die Corvette von GTR4U 2, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Auf alle Fälle ist es eine Corvette. Und das ist natürlich jetzt eine heiße Kiste hier. Ja, der lässt die durch. Hat super geklappt. Und Stefan Karnitz jetzt hier wirklich auf 2 Zehntel dran an Ronny Hähnel. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen aus dem Cockpit an. Das ist das Cockpit, sorry. Karnitz hat vielleicht die bessere Performance, liegt natürlich auch an dem etwas geringeren Zusatzgewicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es gehört, vorhin sogar aus berufenem Munde, das ist hier sauschwer vorbeizugehen. Und wenn der andere
da keine Fehler macht, dann ist es eigentlich unmöglich. Da muss man schon irgendwo jetzt hier auf Start und Ziel, das ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Er braucht jetzt hier ein bisschen Windschatten. Hähne bleibt auf der Linie. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Er muss näher dran sein. Das heißt, er müsste auf der Start und Ziel wenigstens neben Hähne kommen, damit er hier eine Chance hat. Also ich halte das schon wirklich für unglaublich, was hier gefahren wird. Stefan Karnitz läuft hier irgendwie so ein bisschen zur Hochform auf. Das muss man mal sagen. Schon in Spa eine absolut geile Show geboten, die Jungs von Allstar, auch der Micha Reiter. Und dieses Gehüpfe hier, das ist natürlich, wir haben es gehört, nicht unbedingt real, sieht aber super geil aus, also muss ich mal sagen. Also hier der Allstar Jaguar gegen den Notox BMW. Und die, guckt euch das an hier, der schiebt den fast an. Und Hähne bleibt da vorne völlig cool, fährt seine Linie, denkt noch nicht mal über Kampflinie nach. Also ich glaube, die geht auch nicht, die gibt es hier auch gar nicht so wirklich auf dieser Strecke. So, und hier wäre es halt, jetzt ist er aber sehr, sehr dicht dran. Also jetzt könnte es klappen, dass er hier den nötigen Windschatten kriegt. Und den kriegt er in diesem Augenblick. Das ist wie Curse in der Formel 1. Oh, Hähne lässt offen und Karnitz, kann er das für sich... Oh, und Hähne kommt zu weit raus. Hier nebeneinander, beide lassen sich in den Kurve und Karnitz ist durch. Jetzt ist es gegessen. Jetzt haben wir hier das erste reale Überholmanöver gesehen, jedenfalls wir hier im Stream. Vielleicht hat es ja schon irgendwo eins gegeben. Das nenne ich mal Action. Jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an. Das sind zwei Profis. Das sind zwei absolute Profis, die hier ihre Runden drehen. Aber Karnitz müsste theoretisch den Ticken mehr Performance haben, schon aufgrund des Gewichts, wenn die beiden fahrerisch auf einem Level sind. So, der Vortex Ferrari hier überrundet. So, jetzt haben wir auch die richtigen Fahrer hier, glaube ich, wieder. Ja, jetzt stimmt das hier. So, Dominik Hesse, sehe ich gerade, hat auch das Steuer des Independence Ferrari übernommen. Independence Sim Racer. So, und Karnitz kann jetzt hier so ein bisschen, ja, ein bisschen Abstand halten. Also zwischen sich und Ronny Hähne legen. So, gucken wir mal, wo es denn noch ganz gut aussieht. Und zwar auf der Position 5. Beziehungsweise zwischen 5 und 6. Hoppala. Da haben wir den Achim Krause. Aber den meinte ich eigentlich gar nicht. Der hat nur überrundet. Und zwar haben wir hier den Rick Cartelsen auf Position 5. Das wäre natürlich eine extrem undankbare Position für ihn. Wenn er schon Gewicht abbauen will, dann muss er wenigstens auf 6 ins Ziel kommen. Sind zwar dann 2 Punkte weniger, aber er verliert zumindest 10 Kilo von seinen 70. Ob das jetzt allerdings wiederum die Rolle spielt, um 2 Punkte zu opfern, mag auch fraglich sein. Also von daher ist das schon okay, was er macht.
Ups, da macht der Lambo Platz. Ich glaube, das war der Detlef Borchers. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ja, richtig. Für Racing Association 2. So, und hier haben wir jemanden, den ich besonders schätze. Noah Nevi von der VE, von veracing.de. Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Und wünschen wir ihm, dass es mal heute ein bisschen weiter nach vorne geht. Die Jungs sind eigentlich zu Hause in der Nesca. Was heißt eigentlich? Sind sie nicht nur, aber momentan eine sehr, sehr spannende Serie auf R-Factor-Basis übrigens. Also nicht AK und schon gar nicht iRacing. So, der Markus Nofke hier im GT, im Ford GT. Natürlich schön zu sehen, dass wir auch das Auto mit dabei haben. Was mir allein vom Design her mit am besten gefällt, keine Frage. Also der Ford GT war schon immer, ob es der GT40 war oder jetzt hier der GT, schon immer ein hammergeiles Auto. Ist, glaube ich, auch mit am teuersten. Kevin Maas hier auf der 18, wir haben das vorhin gesehen, mit dem Unfall hat ihn hinten rechts einen Reifenschaden oder einen Aufhängungsschaden gebracht. So, dann haben wir die Jungs von Sackschwitze hier auf der 19. Und die Independent Sim Racer auf der 20, auf der 21.